So, herzlich willkommen zurück zu einer, ja, doch mal wieder weiteren Folge von Mind Test oder besser gesagt Mind Klon. Nachdem ich jetzt hier mich durch das Kompilieren der neuen Version durchgerungen habe, das war gar nicht so einfach. Naja, also einfach an sich schon, man muss nur wissen, wo man dieses Irrlicht im T hinpackt. Aber gut, ja, das Ganze hat also soweit funktioniert. Das heißt, wir nutzen jetzt die aktuelle Version MyTest 5.6. Und auch MyClone 5 hat ein Update. Das heißt, wir nutzen jetzt die Version, oh, 1. also 0.1.11 oder 1. irgendwie so, keine Ahnung. Genau. Dann muss ich mal kurz gucken. Und dann mal gucken, ob OBS auch wieder die Fenster erkennt. So. Nee, natürlich nicht. Das war ja super genial. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier wieder Fenster. Mein Test. Eigenschaften. Nein. Warum nimmt er immer das Fenster mit den ganzen Pings? Bist du dumm oder so? Da. Perfekt. Okay. So. Dann haben wir das. Perfekt. Jutchen. Let's Play Myclone 5. Ich muss zugeben, es ist mittlerweile so lange her, dass ich absolut nicht mehr weiß, was wir da ja zuletzt gemacht haben. Ach ja. Oh, ja, stimmt. Ja, oh Gott. Ja, wir hatten das Problem, dass die Pflanzen nicht wachsen. Genau, so war das. Aha. Okay. Unser Haus hat immer noch kein Dach. Das müssen wir auch mal demnächst machen. Und wir haben schon die erste Fehlermeldung. Halt, ich wollte gerade F1 drücken, weil das in American Truck Simulator das Spiel pausiert. So pausieren wir dann hier. Guck mal hier oben, direkt eine Fehlermeldung. Super. Das heißt, die neue Version von Mindtest hat direkt schon Fehler. Oder ist mit irgendwas inkompatibel. Error Writing Configuration File. Ich habe da ja keine kleinen Mods. Ach, wahrscheinlich, weil es den Ordner nicht gibt. Kann die Datei da drinnen nicht erstellen. Aber warum ist das ein Fehler, wenn ich. Egal. Okay. Oh, es ist gerade dunkel. Naja, ist ja sehr passend. Da gehen wir direkt mal pennen. Es ist hier alles ganz schön groß, aber ich glaube, das soll so sein. Das hatten wir eingestellt fürs Let's Play. Wenn ich mich nicht ganz irre. Ich frage mich nur gerade, warum wir keinen Sound haben. Wir haben absolut keinen Sound. Das Menü sieht hier auch so komisch aus, sag mal. Warte mal ganz kurz. Ich starte mal nochmal mit der Mindtest-Version 5.5.0. Also 5.0, so rum. So, das war das hier. Weitere Aktion, Vollbild. Haben wir hier auch keinen Ton? Wenn ja, warum? Okay, das ist ja mal interessant. Der liegt schon mal nicht an Mindtest, sondern wahrscheinlich hat OBS wieder das Audio umgedingstert. Ja, das Audio bitte auf meine Kopfhörer. So, jetzt sollte eigentlich. Eieieiei. Immer diese ganzen OBS-Probleme. So, jetzt sollten wir auch Ton haben. Ton. Tone. Na komm. Ich höre immer noch erschreckend wenig. Dann wird die erste Folge wohl direkt zu einer. Interessanten Folge, wo wir wieder Bugfixing machen. OBS erkennt doch das Fenster nicht mehr. Ei, 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 ei.
Warte mal kurz, immer mal hier. So. Warum erkennt OBS das Fenster jetzt schon wieder nicht? Er hat es doch gerade noch erkannt. Was ist los mit diesen OBS? Wartet mal kurz, ich muss mal ganz kurz, machen wir mal anders, machen wir mal so hier. So, gut. Haben wir hier irgendwas, was Audio macht? Ja? Ein bisschen Sound. Das zum Beispiel. Okay, das hört ihr auch. Aber warum hat denn mein Test keinen Sound? Das verstehe ich jetzt nicht. Freisprech ist aktiviert. Alle anderen sind auch da. Die sind auch alle auf die Kopfhörer geschalten. Aber mein Test verweigert irgendwie die Kopfhörer. Der schaltet sich immer wieder um auf meine Soundkarte. Was ist denn los mit diesem Mind-Test? Ja, das kann ja heiter werden hier. Einstellungen. Können wir ein bisschen größer machen hier. Alles sehr, sehr klein. So, Einstellungen. Alle Einstellungen. Grafik und Ton. 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 Ja gut, mehr kann man hier nicht einstellen. Tonlautstärke ist auf 0,5, genau. 1 wäre Maximum. Aber das sollte kein Problem sein. Das hier wird doch gar nicht. Gut, dann versuchen wir nochmal mit der 5,5. Irgendwas ist hier gerade sehr, sehr seltsam. Seit wann hat denn mein Test Probleme mit dem Audio? Wir hatten doch bisher immer Audio gehabt. Keine Chance. Sag mal. Was tun wir da jetzt am besten? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Du hast noch also das funktioniert alles. Das kann doch gar nicht sein. Oh, mal ein bisschen. So, damit wir das überhaupt Ton haben. Ah, das funktioniert. Jetzt ist es auf meine Soundkarte. Und jetzt wieder auf meine Kopfhörer. Das funktioniert. Das muss also an meinem Test liegen. Genau, jetzt nimmt es auch OBS nicht mehr auf. Und jetzt nimmt es OBS wieder auf. Also das klappt alles wunderbar. Nur in MyTest funktioniert es gerade nicht. Was zur Hölle? Ja, gut. Dann war es das direkt mit MyTest. Ich werde dann jetzt vielleicht mal OBS neu starten, gucken, ob es dann funktioniert. Geiler Song, by the way. Hier ist, wie er heißt. Genau, dann werden wir jetzt, dann war es jetzt mit der Folge. Weg damit. Und dann werden wir uns zur nächsten Folge wiedersehen. Wenn, ja, mal gucken, was. Also, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Ich will mal gucken, jetzt mein Test neu starten, OBS neu starten. Dazu muss ich ja die Aufnahme beenden.
Ja, irgendwas läuft ein bisschen schief gerade. Gut. Bis dann. Die kürzeste Aufnahme der Welt. Yay! So. Mein Bart ist auch ganz schön hier verfluselt, ey. Egal. Bis dann.